So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist soweit, ich muss mich leider trennen von meinem Thomas Pappaufsteller. Bis jetzt hat er gehalten, jetzt ist er fort. Aber keine Sorge, den Beutel nehme ich wieder mit. Wollt ihr mal sehen, aus was der Thomas so bestanden hat? Capital Bra, 5 Formaggi, Bestellpizza, alles klar. Q-Tipps für die Ohren. Spaghetti von ja und Actimel. Das ist das, was im Thomas drin steckt. Das finde ich richtig gut. Das sieht übrigens aus wie so eine Juwelkerzen-Karton-Dings. Thomas war ein Schmuggertyp. Rest in peace, Thomas. Und ja, was geht's eigentlich? Ich habe gedacht, bei mir ist heute Mittwoch. Mittwoch ist mein freier Tag, weil morgen am Donnerstag das Halloween-Event anfängt. Und zu Halloween gibt es so viele Halloween-Forschungen und Sachen mit Ticket. Da kommst du nicht hinterher. Aber hast ja Mittwoch Ruhe, habe ich aber nicht. Denn der NetGhost hat mir jetzt einen Code geschickt für die Amazon Prime Partner Gaming Forschung. Keine Ahnung, wie das heißt. Das gab es ja schon mal von Oliver, der hat mir damals den Code gegeben. NetGhost hat mir jetzt auch einen Code gegeben. Was das für eine Forschung ist, das gucken wir uns gleich an. Was es da gibt, wahrscheinlich so eine komische Wuff, Friedwuff, Wuffs, Code. So eine hässliche Perücke auf jeden Fall von diesem komischen Hund, der da zum Halloween-Event kommt. Das muss ich gleich einlösen. Jetzt muss ich aber an Thomas seinen Beutel nochmal wegnehmen. Sag mal, Pups, hier haben wir noch Thomas da. Kein Thomas mehr da. Wer hat denn den letzten genommen? Ist das überhaupt? Rote Mütze. Wenn ich mir die nehme, dann passt sie perfekt zu meinem Pullover. Einfach stehen gelassen und weitergelaufen. Guck, das ist der Ramses, ne? Ich muss das Auto noch aufschließen. Ach so, und die Forschung zeigen. So, ich sitze jetzt hier auf der Bank. Das ist der NetGhost, beziehungsweise das Gespräch mit NetGhost. Da ist der Code, den hat er mir geschickt. Den habe ich jetzt eingelöst. Bei Android könnt ihr ja Codes einfach unten im Shop einlösen. Bei Apple, iOS müsst ihr auf die Niantic Rewards Seite gehen und müsst dort die Sachen einlösen. Ich habe das ja hier am iPhone, ich finde das aber zu kompliziert, deswegen habe ich es bei einem Android, bei meinem Samsung eingelöst im Shop. Da muss ich hier nicht auf die Seite, aber wenn ihr das habt und öfters machen müsst, wisst ihr ja bestimmt, wie das geht. Hier ist jetzt die Forschung aufgetaucht mit 4 Kapiteln. Partnerforschung Amazon Prime Gaming. Lande 20 Curveball-Würfe, fange 30 Pokémon, verschicke 5 Geschenke mit einem Sticker. Das machen wir jetzt mal, dann gucken wir uns die Belohnungen an und fahren eh jetzt in die Stadt und da wird es hoffentlich fertig. So, wir sind jetzt hier beim Netto. Hier seht ihr einen waschechten Original Knallerbsenstrauch. Jedes Mal, wenn man mit Marie hier ist, dreht die total durch, will immer die ganzen Knallerbsen runternehmen, rumschmeißen, aber irgendwie funktionieren die nicht mehr so gut. Deswegen immer auf den Boden und dann draufdrehen, da knacken die wenigstens noch. Euch packe ich jetzt mal kurz hier hin, denn wir müssen noch ein Pokémon fangen, glaube ich. Guck mal kurz hier rein. Genau, diese 20 Curveballs sind fertig. Ein Pokémon muss noch gefangen werden und 5 Geschenke mit Sticker verschicken. Was nehmen wir, was hier sitzt? Wir nehmen uns mal das Litomyth, also die Krabbe, schmeißen den hier drauf, zack. Das ist immer schön, habt ihr nämlich schön die Auswahl. Da saß noch ein Schwein, da saß noch ein Fuchs. Haben jetzt auch angewöhnt, die Hyperbälle nur am C-Day zu verwenden. Die roten Bälle aufzuheben, falls man sich doch mal ein Go Plus auspackt und anschließt. Und mit den blauen Bällen versuchen jetzt alles zu fangen. Ja, jetzt sehe ich, der Beutel ist auch schon wieder voll. Es ist halt echt die Hölle. Ich muss meine Pokébox wieder erweitern. Ich habe beim letzten Mal die Items erweitert, einmal, damit ich halt mehr Bälle habe am C-Day, weil die Bälle haben gereicht. Ich hätte die Pokébox erweitern sollen, habe ich nicht gemacht. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich schlauer, beim nächsten Mal erweitere ich die Pokébox. 5 Geschenke mit Stickern. Wir schicken mal eins hier an Linus mit Sticker, weil der ist hier ganz oben dabei. Einfach irgendwas dran kleben. Dann Hammer. Ich muss immer gucken, nicht, dass derjenige schon interagiert hat. Da gibt es nämlich Probleme. Wir haben den Benny. Benny, schick mir mal eins von der Futuristik Sculpture. Da machen wir was anderes dran. Genau, kriegt er hier so einen Praktibalk-Sticker. Dann haben wir den Diamond Mario. Das seht ihr auch meine aktivsten und besten Freunde, die ich bis jetzt habe. Weil ist ja alles weg. Ich habe ja jetzt keine besten Freunde da drauf. Ich habe nur welche, die schon Hyperfreunde geworden sind. Hier Shenaya ist letztens ja auch am C-Day aufgestiegen zu Hyperfreund, das heißt, die kriegt auch hier einen ab. Und eins kann ich noch machen, darunter steht der Hannes. Perfekt.
Das sind sie. Da sind auch die zwei Pferde dabei. Hier Graffiti-Style, Sticker hinzufügen. Hier haben wir noch 25 von. Kleb mal den dran. Passt. Jetzt können wir abholen. Pass auf. Was ist da jetzt eigentlich drin? Ein Glücksei, was immer gut ist für Level-Ups, für Sea-Days, für sonst was. Hier sind Bären drin, die den Beutel vollmüllen. Einmal Rauch, Mütze ist schon dabei und ein Pokémon-Erschein. Mütze, setze ich mir die auf, setze ich mir die nicht auf. Hier ist ein Makabaya drin. Werf mal drauf, großartiger Wurf, das passt. Ich glaube, ich habe die Aufgaben schon mal gesehen. Da ist auch was dabei, wieder mit Laufen und Erkunden und Machen und Tun. Und fange 12 verschiedene Arten, steht hier. Das ist sogar Pokédex-Eintrag von Makabaya, weil das aus der Aufgabe kommt. Können wir es ja mal bewerten, ob ein gutes dabei ist. Nee, ist nicht. Was sind die restlichen Aufgaben? Hier steht, erkunde 5 Kilometer. Verwende 20 Bären beim Fangen. Fange 12 verschiedene Arten von Pokémon. Ich glaube, dass wir den Bären machen wir als letztes. Holen dann dieses Kapitel wieder ab und gucken, was da für ein Pokémon drin ist. Knurrsp, freue ich mich, weil ich ein paar Pokémon habe, die man als Buddy nehmen muss und Herzen verdienen muss, dass man die entwickeln kann. Da werde ich das einfach draufschmeißen. Best Buddies sind egal. Knurrsp für Entwicklungen sind jetzt an der Tagesordnung. Und ein Koryogel. So, schnell noch was zum Mittag mitgenommen beim China-Imbiss. Das ist so ein guter Imbiss, ich sag's euch, wenn ihr mal in Mining seid, geht mal dahin. Dann nimmt Pupsi sich immer was mit, ich mir auch. Wir, weil Pupsi gerade aufs Essen gewartet hat, möchte ich aber die Zeit jetzt nutzen, noch kurz den nächsten Teil der Forschung aufzunehmen. Immer unterwegs und wenn du heimkommst, kannst du direkt dann Video schneiden. So muss das sein. Stellen wir mal hier hin, gucken wir mal kurz rein. Ich habe mir wieder eine Sache aufgehoben, die ich euch zeigen kann. Diese 12 verschiedenen Arten sind fertig, genau. Eine Beere beim Fangen müssen wir noch verwenden. Die 5 Kilometer sind voll. Was sitzt hier rum? Jetzt sitzt da aber ein Schwein. Jetzt ist das Schwein weg. Okay. Da, oh, da sitzt ein anderes Schwein. Wir drücken das mal an. Ist auch weg. Perfekt. Hä? Ich kann ja mal hier drauf und kann da was abholen. Ansonsten habe ich vielleicht gerade Internetprobleme. Man weiß es nicht. Achso, Beeren verwenden. Ich muss eine Beere draufpacken. Nehmen wir mal eine Himbeere. Werfen wir mal so einen Ball da drauf auf das grüne Burmi. Ich weiß gar nicht, ob ich das grüne schon habe. Das gelbe habe ich mal gefangen. Das rosane sowieso. Ich glaube, das grüne hatte ich noch gar nicht. Zählt jetzt sogar auch hier dazu als verschiedene Arten. Okay, kann ich nicht entwickeln. Ist aber nicht so wichtig. So, jetzt müsste die Aufgabe ja fertig sein. Wenn wir hier drauf gehen, es kreiselt immer zu da oben, vielleicht ist das trotzdem liegt am Hotspot oder so. Es gibt 1000 Staub, es gibt 3 Beleber, es gibt 10 Top-Dränge, 500 EP, mein Knurrsp und eine weitere Pokémon-Begegnung mit Golbit, was ja auch hätte shiny sein können hier aus der Aufgabe. Warte mal, wir nehmen mal eine gelbe Beere, denn das dürfte auch neuer Pokédex-Eintrag sein, da müsst ihr ja wieder Beeren sammeln, nee, Bonbons sammeln, Beeren verwenden, Bonbons sammeln und so weiter. Also wenn ihr nochmal zweiter Account neu anfangt, ist noch nicht mal Pokédex-Eintrag. Okay, hab schon 10. Okay, habe ich mich vertan. Ist es denn gut? Okay. Krypto Golgantis ist auf jeden Fall ein richtig guter Bodenangreifer, sagen die Leute. Den konnte ich leider nicht austesten. Am Main hatte ich mir mal einen aufgehoben, wollte den irgendwann mal pushen. Hat sich nicht ergeben. Was aber jetzt? Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon. Besiege 5 Mitglieder von Team Go Rocket. Verdiene 2 Bonbons durch das Erkunden mit deinem Kumpel. Da gibt es schon bessere Belohnungen, auch eine Brutmaschine und auch wieder ein Pokémon, was erscheint. Wir machen wieder was fertig, melden uns dann zurück wahrscheinlich mit den Power-Ups, wenn wir das letzte Pokémon fangen. So, das Rotkäppchen ist zurück. Wir sind jetzt hier angekommen. Der Rest ist oben. Ich war dann auch mal oben. Jetzt bin ich aber wieder runter und überhaupt. Also, da fährst du Rockets an. Ja, Rocket Stops. Und dann kriegst du bei fünf Rocket Stops viermal den gleichen. Ich habe schon gedacht, es ist irgendein Event oder so, wo dort steht, normal heißt noch lange nicht schwach. Dann kriegst du viermal Charmian hintereinander, suchst Abwechslung. Und dann kommt plötzlich hier dieser Siegen, Spruch und dann, oh, da kannst du Relaxo zweimal drin und Gatte war. Das hat mir aber auch nicht geschmeckt. Wir bewerten mal kurz diese Rocket-Dinger, die ich jetzt hier gemacht habe. Die sind alle bestimmt schlecht. Ja, Relaxo auch schlecht. Also kannst du auch alles theoretisch direkt in die Tonne klopfen. Hier sitzt noch ein Karpilz rum. Karpilz ist eigentlich ein richtig cooles Pokémon. Wir müssen mal gucken, ob wir es schaffen, den zu fangen. Digga, auf dich zu wehren. Wir haben extra eine gelbe Beere genommen, werfen jetzt mal drauf, gehen mal zurück, drücken wieder hin, er sitzt natürlich immer noch da.
Wir machen das jetzt so lange, bis der drinne ist. Jetzt sage ich natürlich wieder das iPhone, nicht mehr das Samsung. Jetzt ist es wieder anders. Also schmeiß drauf, schmeiß drauf. Der ist hartnäckig. Der Ball, der fliegt auch schön weg. Also so stelle ich mir das vor. Einfach fabelhaft. Noch, jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Perfekt. Da ist das Kapitel drin. Was müssen wir eigentlich noch machen für Aufgaben? Ich habe ja gesagt, die Rockets werden wir machen, die 2 Kilometer erkunden. Ich habe übrigens extra jetzt meinen Buddy gewechselt, als kleiner Tipp. Wenn ihr immer irgendwas habt mit dem Buddy, Bonbons sammeln, Bonbons. Nehmt einen Buddy, der nur 1 Kilometer braucht. Mir fällt der Kleinstein ein direkt. Wablu ist bestimmt auch sowas oder Weilmar oder eben Carbador bzw. Garados. Ich nehme immer gerne Garados. Er braucht nur 1 Kilometer, also 2 Kilometer für 2 Bonbons. Wenn er erregt ist, braucht er nur 1,5 Kilometer für 1 Bonbon. Ich habe das Ignivore drin gehabt. Ich muss das Ignivore wieder reinmachen. Kann ich den jetzt einfach wechseln, weil die Aufgabe ist ja fertig. Der muss wieder rein, weil das ist der Kaiser Kai. Aber für so eine Forschung wechselt immer den Buddy auf was Kleines, da kommt ihr schneller voran. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch 5 Power-Ups machen. Ich gucke jetzt einfach mal bei mir hier rein auf 4 Sterne. Ich habe gefühlt fast alles weggeschmissen, was 4 Sterne hat. Ein paar Sachen haben wir noch mit 4 Sterne, die wir vielleicht pushen können. Das kann man pushen. Das kann man pushen. Da geht es aber schon in die XL-Richtung. Wir gehen trotzdem mal drauf, gucken, wie weit wir kommen. Das sind, glaube ich, 4 Stück. Ja, 4 von 5. Ein 100er Simsala, mit was du eine Mega-Entwicklung dann machst. Das muss auf jeden Fall drin sein. Das ist gepusht. Das können wir nicht pushen. Sazenia. Joa, ist eigentlich nutzlos. Oder Ampharos. Ampharos als Mega-Entwicklung. Hier machen wir nochmal was. Hier machen wir nochmal was, und zwar einen Push. Ich hebe mir das einfach jetzt immer auf. Max Out Monday gibt es ja auch nicht mehr. Ich hebe mir das jetzt hier auf, weil sonst habe ich alle 100er immer versucht, auf 50 zu pushen. Jetzt hebst du nur noch Pokémon auf, die du irgendwo sinnvoll findest, und auch keine Familien mehr, sondern einfach nur noch so. Gehen wir mal runter, holen wir ab hier. 20 Superbälle, 20 Hyperbälle, 2 goldene Bären, eine Brutmaschine, 500 XP und eine Begegnung mit Kecleon. Fangen wir den auch mal so. Kecleon drin. Kann ja shiny sein. Wäre jetzt auch cool gewesen, wenn der hier shiny aus der Forschung kommt. Ist er nicht. Der kommt sogar raus. Was ist denn mit Kecleon wieder los? Am Block ist auch wieder wilde Party, wie ich höre. Jetzt noch bewerten. Dann mal schauen. 2 Sterne. Kann eigentlich auch direkt weg, machst du nichts mit, ist nicht nützlich. Und wir können auf der letzten Seite noch abholen, Sticker. 15 Sticker insgesamt, genau, nochmal 1000 Staub, 1000 EP und nochmal eine Pokémon-Belohnung. Das letzte, und das ist dieses Koriogel. Wie das Koriogel da reinpasst, keine Ahnung. Es stand ja auch da, dass man 1 der 4 Koriogel kriegt. Ich denke mal, das wird an eurer Region liegen. Die in Europa kriegen halt das Europäische, in Asien, die kriegen das Asiatische und so weiter. Das sieht sogar fast gut aus, aber wir brauchen einfach nichts mehr, also schicken wir das auch weg. Was wir jetzt aber tun können, weil wir die Forschung ja fertig haben, ne? Forschung ist fort, wir können uns noch die Mütze aufsetzen. Wollen wir uns die Mütze aufsetzen? Wir gehen mal in den Schrank. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin muss, auf Mützen. Wo ist jetzt meine Gruffmütze, die ich gerade freigeschalten habe? Und wieso sieht das wieder so aus? Ich denke, der Shop sieht jetzt anders aus, dass das alles untereinander ist, in so einem Raster angeordnet. Ich blick da nicht durch, keine Ahnung. Das Last Ball Zeugs ist nicht mehr da. Das hier ist wieder anders angeordnet. Jetzt ziehe ich alles durch. Wahrscheinlich hätte ich einfach bis zum Ende oder Anfang schieben sollen. Machen wir mal. Schieben wir mal bis ganz hinter. Müsste dann nicht da das Aktuellste sein. Ja, jetzt habt ihr hier so eine blöde Mütze. Eine Gruff-Perücke. Es ist keine Mütze, es ist eine Perücke. Guckt euch an, wie dumm das aussieht. Aber der rote Anzug passt zum roten Pullover. Das passt. Das danke an den NetGhost. Da müsste ich eigentlich, stimmt, ich müsste es umbenennen. Das fehlt noch. Warte mal. Wir gehen mal kurz hier rein, gucken nochmal NetGhost 79. Wir müssen unser Ignivore, weil das war ja theoretisch trotzdem ein Ticket, wenn du es so nimmst, müssen wir jetzt umbenennen in NetGhost 79. So, jetzt passt das. NetGhost
1979 wegen der Forschung. Habanero Lime, hässliche Gruftperücke, perfekt. Dankeschön an NetGhost. Die Items habe ich gerne mitgenommen, die da dabei waren. Bei den Pokémon halt jetzt nichts Brauchbares dabei. Die Items, das Glücksei kann man immer mal benutzen, ne? Weiter geht's. Heute war bei mir Mittwoch, wie gesagt. Morgen ist Donnerstag. Mal schauen, ob noch jemand irgendwie so ein Halloween-Ticket schickt. Dann muss ich den Buddy schon wieder umbenennen. Oh, aber extra für dieses Video packen wir uns das hin. Das ist der NetGhost. Jo. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr auch die Amazon Prime Gaming Partner Forschung bekommen, dann schreibt es mal rein. Oder wenn ihr die verschenken wollt, dann verschenken die halt.